So spricht der Herr, der Ewige. Weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und sich rachsüchtig gerecht haben, mit Verachtung aus vollem Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr, der Ewige. Ko Amar Adonai Yahweh. Siehe, ich strecke meine Hand gegen die Philister aus und rotte die Kräter aus und tilge den Rest an der Küste des Meeres aus. Und ich werde mit grimmigen Züchtigungen große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich der ewige Yahweh bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden. Aschdod wird man am hellen Mittag vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreter, das Wort des Ewigen über euch lautet. Kanaan, Land der Philister, ich werde dich vernichten, sodass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hürden und zu Schafhürden werden. Und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Jehuda sein. Sie werden darauf weiden und sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons. Denn der Ewige, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden.